So, moin moin bei Senior Lili. Seid gegrüßt von mir. Ich will mal heute den ersten Gehversuch machen auf dem Bass. Und da will ich aber auch nicht einfach so stümperhaft dran gehen, sondern richtig nach Harmonielehre. Das heißt also, ich fange mit der C, mit dem C-Ton an. Und wenn man jetzt die von Grund auf das lernt, Musik, dann müsste man wissen, dass die ganzen Töne, aus der ganzen Tonarten, die wir haben hier im Abendland, in Deutschland und so, ja, dass sie aus 12 halben Tönen besteht, hat 12 Halbtonschritte. C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, H und C. Wobei dann H, das ist hier in Deutschland angesagt, und B, derselbe Ton nennt sich international B. Also H und B ist dasselbe. Ne? Ich sage immer noch immer H. Ja? C, Cis, D, Dis, E, F, Cis, G, Gis, A, A, Is, H, C. 12 Halbtonschritte. Und von diesen 12 Halbtonschritten hat man jetzt manche Töne weggelassen. Zum Beispiel den Cis erstmal und dann macht man von, geht man von C direkt nach D hin. C, G, wieder Spur über, E, G, A, H, C. Das heißt, hier die ein paar Töne werden ausgelassen. Und dann hat man als Tonleiter nur noch 7 Töne. C, D, E, F, G, A, H, C. Ja, das will ich mal von Grund auf lernen. Aber ich will das einmal ganz kurz noch mal grafisch darstellen. Dass man, ich habe das ja schon mal auf OneNote gemacht. Da will ich noch mal reinschauen. So, dann will ich das mal ganz kurz gucken, ob ich das grafisch noch mal ganz kurz zeigen kann. Dann hatte ich ja vor längerer Zeit alles mit Gitarre geübt. Und diese Harmonielehre, die kann man ja auch für den Bass nehmen, ne? Das heißt also, ich weiß gar nicht, sieht man das jetzt überhaupt? Man könnte vielleicht mal ein bisschen näher rangehen, ne? Ja, ne? So, da sieht man das schon ganz gut. So könnte man das machen. Also bei mir wird das immer so experimentell gemacht. Ich bin da nicht so der Profi. Ja, ich will aber nur zeigen, was ich machen will. Machen wir das mal ein bisschen hoch. Geht da noch hoch? Nein. Natürlich, ja. Dann müssen wir den ein bisschen kurbeln. So, wir hatten es verrechnet. So, ich will mal ganz kurz zeigen, mit der, also auf, als Grafik. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, ne? Da kann man genau so, so passt das doch. Denn folgendes, ich habe, und das sind zum Beispiel hier die Töne, wie die heißen und sowas alles, aber ich will jetzt was ganz anderes zeigen. Ne, so habe ich mal früher angefangen, habe das alles auch, das sind alles Aufzeichnungen, die ich selber mal gemacht habe, oder die ich mal von Internet mal runtergezogen habe oder sowas, ne, die Grafiken. Aber das hier, was ich jetzt zeigen will, das ist folgendes. Und zwar die chromatische Tonleiter, die daraus entstehende C-Dur-Tonleiter und ihre Stammtöne, die parallele Moll-Tonleiter dazu und dann auch die Stufen, dass man das sofort versteht mit den Stufen. Ja? Das ist mir jetzt ganz wichtig, das zu wissen. Ja, oder ich mache das mal ein bisschen größer. Man kann das ja ein bisschen größer machen. So. Sieht man das ein bisschen besser, ne? Mal gucken, so. Na. Also wieder nicht so, wie ich das will. Das gibt's aber nicht. So, das sieht man so, ne? Ja? So, da hat man nämlich jetzt hier erstmal die chromatische Knolle. Ich mach das noch mal ein bisschen größer. So, mal gucken, dann müssen wir den noch ein bisschen mal drüber schieben.
So, ne? Da kann, ich glaube, jetzt sieht man das ganz gut. So. Also, das hier, das ist die sogenannte chromatische Tonleiter hier. C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Eis. B wird hier geschrieben, also ich sage immer H noch dazu, aber international sagt man B, ne? Und C. Ja, 12 Halbtonschritte. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und von diesen Grundtönen hier, das ist ja im Grunde das Spektrum unserer Sprache und des Hörens und sowas. Das haben die so auch angelegt, dass es genau passt. Jetzt kann man sehen, also dann haben die aus diesen Tönen diesen Ton rausgezogen, den C, den D, den E, oder das F, da kann man auch sagen, G, A, B und C. Ja, dann hat man hier die C-Dur-Tonleiter. Kann man auch sagen, erste Stufe, römisch 1, zweite Stufe, ne, römisch 2 und so weiter. Na, mal da. Römisch 3, römisch 4, römisch 5, römisch 6, römisch 7 und römisch 8 wäre dann eine Oktave höher von C, ne? So, so wird das eigentlich gestrickt. Aus der chromatischen Tonleiter hat man sich diese Stammtöne rausgesucht, deswegen heißt sie auch Stammtonleiter des Abendlandes, also Deutschland und Holland und so und alles, was hier im Westen soll war, ne? So, und dann hat man Folgendes gemacht. Das erste C, sagt man, das erst gestrichene C, da hat man hier oben so einen kleinen Strich. Erste Stelle, jetzt so wird das, fängt das dann an, ja? Der Violinschlüssel von hier. C, D, E, F, G, A, H, C. Na, da wieder H eingeschrieben, obwohl auch wieder B eigentlich jetzt stehen müsste, ne? Also wie gesagt, H und B ist dasselbe. Da muss man sich jetzt nicht den Kopf machen, ne? Weil jetzt B steht, da steht auch, könnte jemand auch H hinschreiben. Ne? International als B. Das ist mal ganz wichtig, dass die Leute das auch verstehen. So, dann geht man vom C1, das erste gestrichene C bis zum zweiten C, also eine Oktave höher. C, D, E, F, G, A, H, C. Und dann kann man jetzt nochmal sehen, wenn man hier diese roten Striche sieht, diese Halbtonschritte. E, F aus der Tonleiter und H, C. Das sind Halbtonschritte. Das ist ein Ganzton, das ist ein Ganzton und das ist ein Halbton. Und das nennt man insgesamt diese vier Töne ein Tetrakkord. Ist kein Akkord, sondern ein Tetrakkord nennt sich das, ja? Na, komm her, hopp. So, C, D, E, F. Und dann geht man noch mal wieder von F aus in einen Ganztonschritt weiter, einen Ganztonschritt, einen Ganztonschritt und einen Halbtonschritt von H nach C oder beziehungsweise von B nach C. Ja? Dann hat man jetzt C-Dur-Tonleiter. Man muss sich diese Halbtonschritte auch merken, ja? Wenn man jetzt mit A anfängt, diese selbe Tonleiter jetzt mit A anfängt und geht von A aus weiter. A, H, C, D, E, F, G. Da hat man die A-Moll-Tonleiter und das ist die hier. Die zieht man sich einfach nur aus dieser Ton, aus der C-Dur-Tonleiter. Ja? Wenn man mit A anfängt. Das heißt also, das ist jetzt hier die sogenannte ionische Tonleiter oder die C-Dur-Tonleiter. Und das ist die äolische Tonleiter, die A-Moll-Tonleiter. So, und das heißt also, in der Vergangenheit früher, vor ein paar hundert Jahren und sowas, wo die Musik so entstanden ist, da haben die nicht hier CD, sondern haben die gesagt, ionisch, dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, äolisch, lokrisch, ja, und ionisch wieder. Ist dasselbe wie CD, hast du nicht gesehen. So, also, wenn wir jetzt die C-Dur-Tonleiter haben und die A-Moll-Tonleiter, ist die A-Moll-Tonleiter
die parallele Molltonata zu C-Dur. C-Dur und A-Moll. Dann sieht man schon, wie die Halbtonschritte, wie die sich auch versetzen, versetzen, wenn man mit A anfängt. Ne? Und wenn man das jetzt noch weiter spinnen würde, dann würde man sagen, ich kann jetzt aus jedem Ton C, D, E, F, G, A, H einzelne Tonleiter machen. Das heißt also, aus C mache ich die C-Dur-Tonleiter. Und wenn ich diese Tonleiter ein weitergehe, wenn ich mit D jetzt anfange und gehe hier durch, dann habe ich die dorische Tonleiter. D, E, F, G, A, H, C, D. Oder wenn ich mit E anfange, man sieht aber auch, dass sich dann die Halbtonschritte verschieben. Das ist auch wie hier. Wenn ich jetzt mit E anfange, die C-Dur-Tonleiter, und die durchspiele, dann habe ich die phrygische Tonleiter. E, F, G, A, H, C, D, E. Wenn ich mit F anfange, habe ich die lydische Tonleiter. Das sind die sogenannten Modis, ja? Ionisch, dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch. Wenn man mixolydisch spielt, fängt man mit G an. G-Ton und geht die Tonleiter, die C-Dur-Tonleiter hoch. G, A, H, C, D, E, F, G. Dann hat man die mixolydische. Und die ionische, haben wir ja schon gesagt, ist zu C-Dur die parallele Molltonleiter. Dann hat man noch die lokrische, das heißt, also wir fangen jetzt mit H oder mit B an. H, C, D, E, F, G, A. Lokrische Tonleiter, ne? Und immer wieder, bei jedem, wenn man da anfängt, ist ja klar, dann verschiebt ja der Halbton auch. Wenn man hier anfängt, ist der Halbton schon hier. Ne? Und so weiter. Da kann man sich mal so ein bisschen einbläuen, wie das so funktioniert. Wenn man es einmal verstanden hat, ist das nicht schwer. Ne? Und wie gesagt, C, D, E, F, G, A, H, C. C ist erste Stufe. Zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Und achte fängt die wieder dann die nächste Oktave an, eine Oktave höher, ne? Das C. So, jetzt machen wir noch einen Takt weiter. Jetzt sind wir hier bei A-Moll, habe ich gesagt. Und jetzt machen wir noch Folgendes, dass man das auch noch versteht, wie die Akkorde dann noch entstehen. Jetzt hat man die C-Dur-Tonleiter. Ja? Und wenn ich jetzt C-Dur, den C-Dur-Akkord haben will, also Dreiklang, dann mache ich Folgendes. Ich nehme den Grundton, dann gehe ich eine Terz höher und ziehe diesen Ton, den E, direkt über das C. Dann habe ich schon mal zwei Töne. Na, rutsche ich noch nicht weg. Und wenn ich mit D anfange, ja, das ist, glaube ich, jetzt alles zu kompliziert. Ich glaube, jetzt könnte man sich schnell verraspeln. Die Akkorde noch, dann machen wir noch schnell. Dann ist das vielleicht eine Einheit. Die einzelnen Töne, die entstehen, von der chromatischen zur Tonleiter, die ganzen Modis, ne? Parallele Molltonleiter und dann noch die Akkorde. Die zieht man aus der C-Dur-Tonleiter als Anfang. C, ein Terz hochspringen, das E rüberschieben. Von da aus ein Terz wieder hochspringen, das G rüberschieben, hat man drei Töne. C, E, G. C-Dur-Akkord. Ja? Den Ton, den und Ton, den Ton. Die übereinander legen. Und das sieht da folgendermaßen. Also auch wenn man jetzt mit dem D das macht, dann fängt man mit dem D an. Ein F darüber und ein A über das D, dann hat man den D-Moll. Dasselbe macht man dann E. Und so weiter, ne? So, und das sieht dann nochmal folgendermaßen aus, wenn man das macht. Erste Stufe, zweite, dritte, vierte, dann macht man die Akkorde. Und die Akkorde, die heißen auch nach den Stufen, ja? Das heißt also, dieser Akkord hier, was ich gerade gesagt habe, C, E und G. Wenn man die übereinander setzt, sieht das dann so aus, ne? So. Dann sind die drei Töne übereinander, oder? Und der nächste wäre D-Moll, E-Moll, ne, dort entstehen dann die Akkorde. Ne, E-Moll, dann hat man hier
D-Moll, F-Major, G-Dur-7, A-Moll-7, H, halb vermindert und dann wieder eine Oktave höher. Ja? Und so funktioniert das eigentlich. Und das will ich jetzt auf Bass üben. Das heißt also, im Grunde lerne ich jetzt als erstes die C-Dur-Tonleite, die entstanden ist aus der chromatischen. Ne? Haben wir ja verstanden. So, diese Tonleiter übe ich jetzt erstmal. Erste Stufe, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Achte ist eine Oktave höher. Die Stufenlehre sagt man dazu. Entweder sagt man Stufe 1 oder man sagt C. Oder man sagt Stufe 2 ist das D. Ne? So, ist hinterher ganz interessant, wenn man dann Musik machen will mit Leuten zusammen. So, und dann hat man hier noch. Ja, ich würde sagen, das wird auch erstmal reichen, ne? Ich hatte hier nochmal eine Lage gemacht mit den Intervallen. Dann habe ich mal so zusammengepackt nochmal. Ich mache noch ein bisschen kleiner. So, ne? Ja. Hopp. So können wir das lassen. Da kann man den auch nochmal mitstricken jetzt hier. Ja? Das heißt also die Intervalle, der Abstand, Zwischenraum, Entfernung zweier Töne. Ja, vom Grundton einer Dur-Tonleiter zu der leitereigenen Töne gibt es nur rein und große Intervalle. Ne, 1, 4, 5, 8 oder 2, 3, 6, 7. Ne, kann man sich so mal einbläuen. So, wenn man jetzt hier die Tonleiter hat und hat sich die Akkorde aufgebaut, ne, und sind die Stufen jetzt hier mal gesehen hat, dann kann man hieraus die Akkorde machen. Und so weiter. So kann man sich ja immer wieder weiter spinnen. Ja? Ich will jetzt mit dem Bass jetzt so anfangen, dass ich die C-Dur-Tonleiter spiele und die Akkordtonleiter. Ja? Also Dreiklang erstmal. Das will ich jetzt als allererste Mal jetzt üben. C-Dur-Tonleiter, A-Moll-Tonleiter und die Akkorde. D-Dur. Also Dur, Moll, Moll, Dur, Dur, Moll, Dimen. Ja, vermindert. Halb vermindert. Dimischend. Oder C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur, A-Moll, H, halb vermindert. Und dann macht man hieraus wieder die Stufenlehre, die parallele Mottolater zu C wäre dann A-Moll, H, ne? Das haben wir ja vorhin auch als Einzeltöne gesehen. Und das übe ich jetzt mal. So, das war jetzt immer so eine Vorinformation, was ich auf dem Bass üben will. Anfangen tue ich jetzt erstmal mit der C-Dur-Tonleiter und mit diesen Akkorden. Ja, ne? Das mal da schon mal so ein bisschen. Und mit der A-Moll-Tonleiter hier. Ja, so. Chromatische Tonleiter, 12 Halbtöne. Dann hat man hier ersten Ton. Den Ton, den Ton, den Ton, den und den runtergezogen, rausgezogen, haben dann gesagt, das ist die erste Stufe, zweite Stufe, dritte und so weiter. Da war auch die Molltonleiter gemacht und dann die Akkorde. Ja? So muss halt aber jetzt erstmal reichen zum Verständnis. Das sind die Akkorde nochmal. Okay, dann will ich mal gucken, ob ich da was auf der Reihe kriege. So, dann wollen wir mal ans Praktische gehen, ob wir das auch hinbekommen. So, der ist für dich. Hallo, ich mache nur das Band da oben, das ist so für einen alten Mann, ist halt ein schweres Gerät hier, ne? Obwohl die Gitarre hier ist eigentlich relativ leicht. Ja, was? Die gibt noch schwerere, ne? So, dann will ich dann gucken, ob der einen Sound, ne? Sieht man das? Ich glaube, man müsste mal ein bisschen näher rangehen. Da ist ein bisschen tiefer hier. Ein bisschen so, ne? Genau, das sieht immer noch ganz gut eigentlich, wenn man das jetzt so.
Ne? Also im Grunde anfangen und lernen habe ich gesehen, dass die Bassisten immer so die draufstehen, hier. Und dann machen die ihre Dinger hier, ne? Ja. Und ich fange jetzt mal an mit der E-Seite hier. Die oberste Seite, die H-Seite von diesem Bass, ist ja ein Jazz-Bass hier. Die nehme ich erstmal gar nicht mit. Die nehme ich jetzt nur zur Auflage von meinem Daumen. Und die nächsten vier Seiten hier, 1, E, A, D und G. Das ist der eigentliche Bass hier. Vierseitiger Bass, ne? Und darauf übe ich jetzt erstmal die chromatische Tonleiter. Chromatische Tonleiter kann man eigentlich auf jeden Ton anfangen. Wenn ich jetzt hier mit E anfange, habe ich hier E. Wenn ich einmal drauf drücke auf den nächsten Ton, haben wir ein F. Ja, E, F, Fis, G, Gis, A, A is, H oder B, C, Cis, D, Dis und wieder E. Das ist eine Oktave. Von diesem E nach diesem E ist eine Oktave. Dasselbe kann man auch in A machen oder mit D oder mit A. Eis. Ne? Wenn man eben mit Eis anmacht, die chromatische Tonleiter. Wenn wir das aber jetzt in C anfangen mit der Stammtonleiter. Ja. Das ist C. Fangen wir nochmal mit E an. E, F, Fis, G, Gis, A, Eis, A, C. So, und jetzt machen wir aus diesen 12 Tönen, die wir hier hatten. C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Eis, H, C. Machen wir jetzt die Tonleiter raus, aus diesen 12 halben Tönen. C. Dann machen wir nämlich jetzt nicht nur Halbtonschritte, sondern hier einen Ganztonschritt, noch einen Ganztonschritt und Halbtonschritt. Das ist ein Tetrachord, sagt man. Hört man, ne? Und dasselbe macht man nochmal. Zwei Tetrakorde hintereinander ergeben dann C-Dur-Tonleiter. Das heißt also, ein Ganztonschritt, ein Ganztonschritt, ein Halbtonschritt, ein Ganztonschritt, ein Ganztonschritt, ein Ganztonschritt und ein Halbtonschritt. Ergibt die C-Dur-Tonleiter. So ist das aufgebaut. Und die Zwischentöne, die Halbtontöne, erstmal rausgefiltert, ja, aus dieser Chromatik. Und dann hat man die Stammtonleiter. Und die Stammtonleiter hat dann nur noch 7 Töne. Das heißt also, die Chromatik hat 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wenn man mit C anfängt hier, haben wir C. Die erste C-Dur-Tonleiter, die wird hier als erstes mal gestrickt. C, D, E, F, G, A, H, C. Ja, ein Oktav. Könnte man jetzt theoretisch
mit D anfangen und die D-Tonata spielen. Denselben Typ, den wir hier gespielt haben, könnte man jetzt hier auf D ausspielen. Da ist es dann D oder hier E. Oder F. Naja, man muss nur diesen Fingersatz sich merken. Kann man sich hier? Aber hier, fangen wir mal mit E an. Das heißt also, T-Dur-Tonate lernen. Und am besten, wenn man das richtig von Anfang an übt, dann sollte man sich auch die Töne immer so merken oder auch sprechen. Ja? Das heißt also C, D, E, F, G, A, H, C. Bis zur Frühling kann man an. Wie das auch, ne? Man muss nur eben dann diese Haupttonschritte kennen. Dann hat man die Tonleiter. So, wenn man die Tonleiter hat, dann kann man zu dieser Tonleiter dann hinterher auch dann die Töne merken. Das heißt also C. Daraus kann man sich dann Akkorde stricken. Das heißt also, dieser Ton hier, dieser Akkord ist ein C-Dur. So, und wenn man das jetzt so macht, wie ich da mal gezeigt habe, diese C, E und G übereinander, ja? Also C, und G. Ja. Da haben wir schon C-Dur, ne? Und man kann das jetzt so durchstricken, dass man das folgendermaßen macht. Man fängt mit C an und macht jetzt den C-Major-Akkord. Und nimmt man den nächsten Ton, wäre ja dann D. Kann man den Akkord draus machen? D-Moll. E-Moll, ne, diese Grundtöne, die sieht die C-Dur-Tonata. C, D, E, F, G, A, H, C. Und davon mache ich jetzt die Akkorde. Das heißt also C, fange ich mit C, Ton an hier. I mehr, ne? D, ich habe mich jetzt hier, bin ich hier auf der Spur. C, Major, 7. D, ne? Ist er hier? E, ist er hier? Moll, ne? F, Major, 7. G, ist er? A, ist er hier? C Major 7. So könnte man das spielen, ne? Das ist einfach nur die C-Dur-Tonleiter in den Akkorden, ne? Jetzt fange ich an, die C-Dur-Tonleiter habe ich verstanden, dazu gehört jetzt die parallele Moll-Tonleiter, wenn wir zu den Modis jetzt hingehen, zu diesem modalen Tonleiter sagt man, C-Dur-Tonleiter ist die ionische.
1, 2, 3, 4. Ja, Einzeltöne spielen. Doppelanschlag. Nein, und dazu oder noch üben. Ne? Trion. 3, ne? 1, 2, 3. Dann 4er. 1, 2, 3, 4. Aber schön langsam. So, so mache ich das dann. Und dann gehe ich von der vom C aus. 1, 2, 3 Halbtöne tiefer und fange da die C-Dur-Tonate an. Das ist die A-Moll-Tonate. Hier ist das C und hier ist das A. Das, zu der C-Dur ist die A-Moll, das Parallele dazu. C-Dur-Tonate. A-Moll-Tonate. Sind dieselben Töne, bloß die C-Dur-Tonate fängt an mit C. C, B, E, F, G, A, H, C. Und dieselben Töne sind auch hier in der A-Moll-Tonate drin, bloß man fängt mit A an. A, H, C, ne? A, H, C, D, E, F, G. A, H, C, D, E, F, G, A. Ne? Kann man schön melodische Sachen auch drauf machen, ne? So, was kann ich jetzt noch dazu sagen? Also, die C-Dur-Tonleiter nennt sich in den modernen Tonleitern die iodische Tonleiter. Die A-Moll-Tonleiter nennt sich in den modernen Tonleitern eodisch. Das heißt also, die C-Dur-Tonleiter wird gespielt, bloß der Grundton ist A. Und so machen wir das jetzt mal weiter. Wir werden jetzt mal soweit noch gehen, dass wir jetzt noch die modernen Tonleitern mitnehmen. Das heißt also, wir fangen jetzt die C-Dur-Tonleiter an. C-Dur ist die ironische. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter gehen würde, ne? Da hat man ein D. Hier ist C. Dieselben Töne, die von der C-Dur-Tonleiter. Spielt man auch in der dorischen, also im D, bloß eben man fängt mit D an, nicht mit C. Da müsste man jetzt genau hingucken, ob, man das, ob das auch richtig ist, E. Ne, dann, man spielt ja jetzt hier die dorische. Also D, D, E, F, G, A, A, T. Na? D, E, F, G, A, H, C, D. Nochmal, wo ist hier die? Die phrygische wäre dann, dann fängt man mit E an, nicht mit C oder D, sondern hier. E, F, G, A, H, C. Nochmal, E, F, G, A, H, C. Das E, ne? Also klar. E, F, G, A, H, C, D, E. Das ist die phrygische Tonleiter. Wenn man jetzt mit F anfängt, auch wieder dieselben Töne.
F, ne? E. Lydische Tonleiter. F, G, A, H, C. E, F. Nun ist es immer eine C-Dur-Tonleiter, muss man fängt mit anderen Grundtönen an. Ne? Die mixolydische zum Beispiel. So, also das ist jetzt alles so ein bisschen viel auf einmal, alles gemischt, was ich eigentlich vorhabe. Man muss das dann systematisch auch spielen. Ja? Alles, was ich so jetzt so anklingen lassen habe, das macht man ganz langsam. Man fängt mit der C-Dur-Tonleiter an oder mit der chromatischen kann man auch machen und dann schön saubere Töne machen. Ich fange jetzt mal mit E an und mache die chromatische Tonleiter. Mache auch mal so Wechselanschläge. Saubere Töne machen, versuchen. So, wenn wir jetzt wissen, dass die C-Dur-Tonleiter aus zwei Tetrakorden besteht, das heißt also, machen wir nochmal einen C. C, D, E. Dann kann man das auch auf andere, dieses System, das ist das diatonische System, sagt man. Ganztonschritte oder Halbtonschritte, nichts anderes. Keine drei Töne dazwischen oder sowas. Entweder Halbtöne oder Ganze. Das ist das diatonische System, was wir haben. Ja, da muss man sich merken. Halbtonschritte oder Ganztonschritte. Wenn man drei hat, heißt es ein Habitusschritt, ein Diatonschritt. Gehört da gar nicht rein. Der gehört dann in den H-Moll-Schrank. Da gibt es nicht. Entweder Halbtonschritte oder Ganze. Das gehört zur C-Dur-Tonleiter oder A-Moll- bzw. modalen Tonleiter. So. Und wenn man noch eine F in einer H-Seite hat, dann kann man sogar noch tiefer gehen. Hat man hier, wenn man das E hat, in dieser Seite, hat man hier da auch das E, ne? Wenn man die H-Seite hat. Dieser Ton. Dann kann man noch ein bisschen tiefer gehen. E, D und C. Und H oder B, ne? Kann ich hier meine C-Dur-Tonleiter, könnte ich jetzt hier anfangen. Hier. C, mit der H-Seite, ne? C, D, E, F. Aber auf dem Jazzbass, ne? Der normale Bass hat 4 Saiten und Jazzbass hat 5. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Man kann man nie mit C anfangen, ne? Fetter, satter Bass. Was für mich noch wichtig ist dann hinterher, dass ich da schöne Basslinien mache, ne? Und damit will ich das jetzt auch nicht verabschieden. Ich mache mal hier einen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Mit dem Blues dann immer an. Soft Rock, Alt Rock. Beim Blues hier. So. Warte langsam. Na, da liegt die schöne Lange am Blues. Ja, aber hinten. Elf. Zwölf.
wir dafür. Funktioniert ja schon ganz gut mit den 12 Barbus, ne? Versuch, Bassgitarre zu lernen. Ich würde sagen, macht es gut. Man hört sie, man stört sie, oder? Ciao, ciao.